Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wer jetzt kein Lebkuchenhaus hat, baut sich keines mehr. Alle wollen noch schnell alles regeln. Und auch ich hier in meiner fröhlichen kleinen Wohnzimmer-Witzshow muss noch ein paar Dinge vom Tisch kriegen, bevor sich der Weihnachtsfrieden übers Land legt wie ein Schwarm Fruchtfliegen über eine schimmlige Mandarine. Deshalb geht es heute hier um das wunderschöne und fast gar nicht komplizierte Wort Impfpriorisierung, um zweifelhafte Werbekampagnen mit Helene Fischer und eine Corona-Strategie mit ganz vielen Toten. Und weil ja bald Weihnachten ist, wird es zum Schluss auch noch ein bisschen rührselig. Naja, so halb. Lassen Sie sich überraschen. Was für eine Woche. 2 Tage Geschenkeschlacht in den Innenstädten. Sachsen wird zum virologischen Failed State. Ganz Deutschland googelt das Wort Triage. Und ob es Unterricht in den Schulen gibt, weiß keiner so genau. Hängt aber auch ein bisschen davon ab, in welchem Bundesland man wohnt, welcher Wochentag gerade ist und ob der Mond gerade zunimmt oder abnimmt oder Intervallfast macht. Kurz, ein ganz normaler Lockdown in Deutschland. Immerhin steht jetzt fest, ab wann bei uns geimpft wird. Am 27. Dezember geht's los. Vorausgesetzt, die Impfnadel passt da noch in unsere gänsefettgefüllten Oberarme. Da bitte nicht pieksen, sonst wird mir übel. Heute unterschreibt Gesundheitsminister Jens Spahn eine Rechtsverordnung, die unter anderem festlegt, wer in welcher Reihenfolge geimpft wird. So wie es aussieht, sind 3 Gruppen besonders schnell dran. Erstens Menschen über 80 und Pfleger, zweitens Menschen über 70 und mit hohem Risiko und drittens Menschen über 60 und in wichtigen Positionen wie Polizei, Feuerwehr und Regierungen. Regierungen? Der Spahn, der Fuchs. Hat er sich schnell noch reingeschummelt? Das ist ein bisschen wie früher die Mäusesuchbilder in der TV hören und sehen. In der 3. Gruppe der Impfberechtigten hat Jens Spahn sich selbst und seine Bundeskabinettsbuddies versteckt. Finden Sie sie? Spannend wird noch die Frage, wie man die Deutschen überhaupt dazu bringt, sich impfen zu lassen. Denn je näher die Zulassung rückt, umso geringer wird die Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Bei Maybrit Illner in der Talkrunde kam jetzt sogar die Idee auf, Promis dafür werben zu lassen. Zum Beispiel Helene Fischer. Ja, genau. Helene Fischer. Wer könnte die Menschen besser davon überzeugen, sich gegen eine Lungenkrankheit impfen zu lassen, als jemand, der es offensichtlich total geil findet, atemlos durch die Nacht zu rennen? So, aber jetzt zum Hauptthema für heute. Lange habe ich es vor mir hergeschoben, aber heute müssen wir mal über Schweden reden. Und ich schwöre, ich werde versuchen, weder IKEA noch ABBA noch sonst irgendwelche ausgelutschten Schweden-Klischees zu benutzen. Großes Pippi Langstrumpf-Ehrenwort. Ah, verdammt. Falls auch Sie Menschen in Ihrem Bekanntenkreis haben, die während der ersten Corona-Welle meinten, Deutschland hätte alles falsch und die Schweden alles richtig gemacht, wäre nämlich jetzt mal ein sehr guter Zeitpunkt, genau diese Leute nochmal darauf anzusprechen. Es sei denn, Sie wollen ein friedliches Weihnachtsfest, dann lieber nicht. Warum mache ich das dann eigentlich? In Schweden ging man in der Corona-Krise von Anfang an einen Sonderweg mit möglichst wenig Einschränkungen. Also Theater, Restaurants, Geschäfte, Kinos, blieb alles auf. Und das in so einem normalerweise eher überregulierten Land. Ja, in Schweden war es dieses Jahr sogar einfacher, ein lebensgefährliches Virus zu bekommen als eine ordentliche Flasche Wein. Und günstiger. Diese Strategie fanden auch in Deutschland viele verlockend. Schwedenfahnen wehten deshalb auf Querdenker-Demos direkt neben Reichskriegsflaggen, AfD-Wimpeln und Attila Hildmanns ausgeleierten Jogginghosen. Und auch ich muss zugeben, auch ich habe immer mal wieder hoffnungsvoll nach Schweden geguckt, denn, das wird jetzt viele vielleicht überraschen, aber ich finde Lockdown zum Kotzen. Was hätte ich mir gewünscht, dass es im Kampf gegen Corona eine andere Strategie gibt, als daheim hocken, Sauerteig ansetzen und langsam vor Netflix verfetten? Ich weiß, es gibt auch viele Corona-Streber, die gar nicht genug Beschränkungen haben können, denn jede neue Beschränkung bedeutet ja auch, dass man noch mehr Menschen ankacken und verpfeifen kann. Da jubelt doch der Blockwart in uns. Aber mir geht's da einfach ein bisschen anders. Ich hätte wahnsinnig gern mein altes Leben zurück. Mir wäre es nur wichtig, dass alle anderen dabei ihr Leben auch behalten können. Und das haben die Schweden nicht so gut geschafft. Von Anfang an waren die Infektionszahlen in Schweden um ein Vielfaches höher als in den Nachbarländern. Und jetzt wurde bekannt, dass Schweden dieses Jahr im November die höchste Zahl an Todesfällen seit dem Ausbruch der spanischen Grippe hatte. Also seit 1918. Und die Eltern werden sich erinnern, zwischen 1918 und 2020, da gab es schon noch ein paar andere beschissene November, wo man mal hätte sterben können. Vor allem unter älteren Schweden ist die Todesrate in den letzten Monaten rapide angestiegen. Die Corona-Kommission in Schweden meinte jetzt sogar, die Regierung habe beim Schutz der Älteren völlig versagt.
Und sogar der schwedische König Carl Gustav sagte jetzt in einem Interview, Schweden sei im Umgang mit der Pandemie gescheitert. Gut, der ist 74 und halber Deutscher, seine Frau auch. Wahrscheinlich denkt er, wenn er sich ein bisschen einschleimt, kriegt er bei uns noch Asyl in der Schwarzwaldklinik. Es sieht so aus, als mussten vor allem Seniorinnen und Senioren in Schweden den Preis für den lockeren Umgang mit der Pandemie bezahlen. Und zwar oft mit ihrem Leben. Lustigerweise scheint das die deutschen Lockdown-Gegner, zum Beispiel von der AfD, überhaupt nicht zu stören. Dabei sind die doch sonst immer so besorgt um unsere Seniorinnen und Senioren. Aber scheinbar gilt da das Motto, wir haben überhaupt kein Problem damit, Oma im Pflegeheim ersticken zu lassen, aber wehe, ihr beschimpft sie als Umweltsau. Tja, das ist eben die Krux an der ganzen Schwedenschose. Der Erfolg einer Pandemiestrategie bemisst sich nicht darin, ob die Wirtschaft brummt oder die Kinos auf sind, sondern darin, ob sie möglichst viele Gesellschaftsgruppen möglichst effektiv schützt. Oder anders formuliert, natürlich kann man sagen, ja, alte Menschen sterben halt, Hauptsache ich kann wieder in die Kneipe, aber dann ist man halt ein Arschloch. Und wer will das schon so kurz vor Weihnachten? Tja, ich denke, besinnlicher wird's nicht mehr, darum würde ich sagen, machen wir Schluss. Aber natürlich nicht einfach so, nee, ich orientiere mich da an einem der größten, vielleicht dem größten deutschen Nachrichtensprecher, der kürzlich sagte, meine Damen und Herren, das war nach 29 Folgen und 9 Monaten die letzte Folge die Woche in kurz. Gut, aber natürlich nur für dieses Jahr, bin ja nicht doof. Nächstes Jahr geht's weiter, frohes Fest, guten Rutsch, nächstes Jahr wird besser, ich schwöre. Nicht, dass ich mich jetzt noch an der Krawatte stranguliere.